Metal. Ja, vor dem Intro noch kurz eine Ansage an euch. Ich werde die Namen und die Bilder und auch die Bewertungen werde ich rausstreichen aus den Videos, weil ich nicht möchte, dass, ob es jetzt ein Hater oder ein Abonnent ist, der das euch gerne anschaut und auch wirklich aktiv schaut, gehatet wird oder irgendwie anders genervt wird damit, möchte ich hergehen und euch alles vorenthalten, was den Namen und das Bild angeht. Es tut mir leid, vielleicht wird sich das mal ändern, aber ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und Intro! Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenvlog. Bam! Das sah auch schon mal geil aus. Ja, ich mache ab sofort Vlogs. Und da mir gesagt wurde, dass ich keine Videoschnittprogramme benutze, wird das Ganze jetzt hier geschnitten. Das heißt, es wird, wenn ich das hinbekomme, keine M's, keine Ö's, keine I's geben. Es wird keinen irgendwelchen Blödsinn geben. Ich werde das Ganze schneiden. Wenn ich ein Video sehe, ich werde ständig neue Aufnahmen machen. Ich werde ca. 10, 12 Aufnahmen machen für jeden Vlog, den ich mache. Und wenn ich sehe, dass die Aufnahme total verkackt ist, werde ich die Aufnahme neu schneiden. Also wundert euch nicht, wenn manchmal das Licht anders ist, wenn manchmal ich woanders stehe, wenn ich manchmal von A nach B, wenn ich also plötzlich mitten im Bild einen Schnitt habe, nicht wundern, das ist dann völlig normal. Gut, und dann würde ich sagen, mit der Begrüßung fangen wir erst einmal an mit dem ersten Eintrag. Vorschlag. Videoschnittprogramm kommt in der Regel mit jedem Betriebssystem. Videoschnittprogramm. Ah! Ich besitze also doch ein Videoschnittprogramm. Wahnsinn! Ist zwar eigentlich ein... Programm zum Schneiden, zum Rendern, zum Bearbeiten von Videos. Oh, und wer hätte es gedacht, man kann damit Videos rendern. Es nennt sich Nero 11. Ich weiß, es ist kein besonders gutes Programm, aber hey, ich besitze eins. Gut, dann zum nächsten Vlog, zum nächsten Eintrag, zum nächsten Kommentar. Stimme aus dem Äther, darf ich bitten? Kommentar entfernt. Kommentar entfernt. Was stand denn da nur? Tja, dummerweise weiß ich, was da stand, bevor es da nicht mehr stand. Ich weiß nur nicht mehr, von wem es ist, sonst hätte ich den Kommentar vorher schon abgelichtet gehabt. Da stand nämlich so viel wie, sag nochmal gen Re und ich werde dich totbrüchen. Cool, oder? Sag ich auch. Gut, Kommentar entfernt, weg damit. Behemoth, ich kann nicht mehr, du musst Comedian werden. Ich habe einen Comedy-Kanal. Ah, ich brauch's nicht besser machen. Ich kenne keinen Metal außer der, der das nötig hat. Tja, dieser Kommentar hat natürlich erst einmal Erklärungsbedarf. Ich habe einen Kommentar von dieser netten Person erhalten, in dem so viel stand wie, das ist falsch, mach das besser, da ist so und so viel Fehler in dem Ganzen und es war nicht gerade schön, der Kommentar. Aber weil mir dieser Kommentar besser gefällt, weil ich dann nämlich geschrieben habe, ich zitiere, mehr noch nicht wörtlich. Ich zitiere, ich habe geschrieben, mach's erstmal besser, stell dich erstmal selber vor die Kamera. Das müsst ihr nämlich erstmal probieren. Stellt euch vor die Kamera und macht euch selbst zum Affen. Aber nein, die Leute wollen ja lieber irgendwelche anderen Leute, die das haben, den Mut haben, das zu machen, wollen die lieber stressen. Deswegen kommen solche Kommentare dabei zustande. Und deswegen sage ich, mach's besser oder lass es gleich ganz bleiben. Vielen Dank für diesen Kommentar. Nee, geht gar nicht. Und ob das geht, das geht gar nicht. Es tut mir leid, das war glaube ich zu viel des Guten. Nee, hehe, gutes Video, Smile, gefällt mir. Ja, das ist doch mal ein Kommentar, der ein Metal verdient. Übrigens, ich mag deinen Namen. Und dein Bild. Metal, Leute, so. Das war mein erster Vlog. Er ist nicht so lang, aber ich hoffe, das macht euch trotzdem nichts aus. Hier oben kommt er jetzt zum Abschluss noch zu meinem Video von Death Metal. Zum Genre-Video von Death Metal.
Übrigens wird sich an den Gänsevideos was ändern. Das werde ich im nächsten Gänsevideo erwähnen. So, dann hier unten kommt ihr zu dem Kanal von Drachengames, ja. Zu den letzten Projekten von Drachengames. Könnt ihr da einsehen. Da wird übrigens jetzt doch weitergemacht. Es wird doch ziemlich viel noch kommen. Und dann hier werdet ihr sehen, was auf Drachenbade läuft. Da ist übrigens ein Halloween-Special gedreht worden, beziehungsweise hochgeladen worden, das ich ja leider auf diesem Kanal hier nicht geschafft habe. Und das ich vielleicht noch machen werde. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Metal, und bis zum nächsten Mal. Euer Drachenlords. Ach ja, und vergesst nicht, den Metal zu ehren. Tschüss, Leute.